Oh, yeah. Siehst du? Krieg immer auf den Sack hier. Ich will euch doch jetzt nicht umbringen. Was soll ich denn machen, ihr Spasten? Ich laufe jetzt weg. Hallo? Was soll ich denn machen? Bleib stehen! Nein, bleib ich nicht, weil ihr seid scheiße. Müsst ihr halt nicht in meine Klinge laufen. Ich hätte euch auch den scheiß Viechern zum Fraß vorwerfen können. Wo willst du hin? Soll ich dich mal hier... Guck mal her. Oh, yeah. Mann, Mann, Mann. Das war jetzt bestimmt falsch, weil wir brauchen die alle noch und so. Wer ist denn das überhaupt gewesen? Rekrut. Ach, Rekrut braucht doch kein Schwein. Das ist doch jetzt eh... Guck mal, der steht doch wieder auf. Kann ich doch auch gegen den Kommandanten kämpfen. Es gibt Schätze in den Ruinen. Seid ihr alle noch pissig auf mich? Pissig? Runter mit der Waffe! Ach, guck mal hier. Dich. Na, komm her. Oh, ja. Hätte mal einen Heiltrank nehmen sollen. Ja. Mach ich jetzt auf. Ne, du. Oh, ja. Bastard. Oh, ja. Entschuldigung. Oh, ja. Er kommt her. Ja. Komm her. Ja. Den kann ich nämlich, glaube ich, nicht, ne? Ja. Den kann ich nicht. Kannst du jetzt mal bitte aufhören? Oh, ich hab keinen Bock, gegen dich zu kämpfen. Weil ich kann dich nicht besiegen. Du kannst nicht durchgehen. Dann laufe ich halt wieder. Junge. Mann. Ich will looten. Piss dich. Bleib stehen. Schub gleich meinen großen Bruder. Hä? Willst du Pfeil zwischen die Hörner haben? Kommt ja auch noch hinterhergelaufen. Ich warte... Komm her, du Feigling! Nein! Junge, alle anderen haben auch Ruhe gegeben, nur du nicht. Ist jetzt dauerpissig auf uns, oder? Kann man dem auch mal wieder... Könnte ich den? Also jetzt mal so ganz... Ganz überlegt, könnte ich dem so einen Witze erzählen auf den Hals ballern? Ich speichere jetzt einfach mal, ist mir scheißegal. Steht der wieder da? Nein, der kommt da gerade. Wenn ich dem jetzt so... Ne? Hab ich dich! So? Was passiert? Nix. Alles gut. Hat das geklappt? War lustig? Ja, das war gut, ne? War, den habe ich gut erzählt. Na siehst du, sind die scheiß Witze erzählen doch noch zu was gut. Oh, Ruben. Es tut mir leid, Ruben. Ich überlasse nichts den anderen. Naja, Witze erzählen halt doch nochmal ganz praktisch. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ist mir gerade so... Plünder der Gnome. Der liegt aber schon länger hier, ne? Kam mir gerade so, dass man das vielleicht machen könnte. Und hat ja geklappt, ne? Hat super geklappt. Das hier in der Nähe des Grab haben wir aber leider schon ausgenommen, deswegen kann ich jetzt eigentlich nochmal mit dem Herrn reden, weil die Viecher jetzt wieder tot sind. Ne? Wie geht's? Der Überfall ist vorbei. Meine Aufgabe hier ist kein Kinderspiel. Du hast gute Arbeit geleistet. Ich danke dir für deine Hilfe. Ach, kein Problem. Wenn's noch was gibt... Kümmer dich um die Priestergräber. Tu, was immer notwendig ist, damit die Überfälle aufhören. Jetzt aber immer wieder hier, ne? Und so weiter und so fort. Trottel. Was kann ich denn... Moment. Also haben wir hier, haben wir. Das ist das, wo wir noch nicht waren. Da waren wir drin. Dann ist das hier unter dem Links. Dann heißt, wir waren da oben noch nicht. Glaube ich. Wahrscheinlich waren wir da auch schon, weil wir bei drei Sachen waren. Ich renne jetzt einfach mal hin. Wie komme ich nach hinten am besten? So nicht. Irgendwo hier runter? Ich würde ja nämlich gerne nochmal... Hier, guck mal. Zack, das überlebst du, ne? Hinter dem Bauernhöfchen. War das das Bauernhöfchen hinten? Ja, genau, hier lang. Na, da ist, ich wollte gerade sagen, da war ja auch eine Höhle, aber nö. Da ist nichts. Da scheint nichts zu sein, sagen wir es so.
Ist wenigstens noch irgendwo ein paar Gegner? Irgendwer? Ich gebe mich auch mit Eban zufrieden. Nicht. Dann muss ich wohl wieder den Kommandanten angreifen. Weil es Spaß gemacht hat. Automatisches Speichern. Was kann denn hier einer Zwiebeln verkaufen? Ich glaube, auf dem anderen Hof haben wir nämlich den umgebracht, der was verkauft. Ne? Lass dich nicht aufhalten. Nee, mach ich auch nicht. Huhn? Kannst du mir... Lass uns handeln. Das sieht nicht nach Zwiebeln aus. Hallo, kannst du mir... Mach was anderes. Ich will Zwiebeln kaufen. Ist das so schwierig? Jetzt kriege ich die ganze Zeit von Essen und mein Magen knurrt wie ein Weltmeister. Das ist phänomenal. So, wenn ich jetzt hier on Tour bin, da ist nichts, ne? Was war eigentlich hier hinten hinter diesem Sumpf? War da noch irgendwas oder war das hier, war Ende im Gelände? Da war, glaube ich, nichts hinten, ne? Haben wir umgebracht, was umzubringen ging und dann war gut. Man weiß ja hier nie, was sich wohin geht und so. Ja. Ah, herzlichen Glückwunsch. Ein wenig verschwendeter Weg, aber lieber ein bisschen verschwendeter Weg als, keine Ahnung, Herpes. Was auch immer Herpes damit jetzt zu tun hat. Nochmal auf die Karte schauen. Ich könnte mich auch einfach zum Bandenlager teleportieren, aber warte mal. Ich müsste ja dann hier hoch. War ich da oben echt noch nicht? Egal. Komm her. Bandenlager, Hafenstadt. Bandenlager. Und zack. Zack, bums aus. Wie komme ich denn jetzt? Ein bisschen Wasser trinken. Wobei, ich könnte auch bis zum nächsten Morgengrauen schlafen. Vielleicht ist es sinnvoller. Dann ist zwar voll viel Zeit vergangen im Spiel, aber es ist hier eh scheißegal. Und jedes Mal, wenn ich hier bin, denke ich noch, dass Broga irgendwann nochmal um die Ecke kommt. Ich wette, wenn wir da oben bei der Höhle sind, kommt Broga gleich so. Bäh, hast du uns gehauen? Das habe ich Mama erzählt. Finde ich nicht gut. Ich will Revenge. Kleine Revanche. Ne, Lorenzo? Hallo. Hi. Nichts mehr zu meckern? Gut. Und du? Ja. Was ist? Ist viel nichts? Ruhiger hier, seit der Don nicht mehr da ist. Soll ich dir mal Beine machen? Kann ich gut. Das ist ja ein Tor, was hier nicht aus. Ist ja nur so ein... Was ist das eigentlich? Also jetzt mal ehrlich, ne? Das können ja nur Magieralarm gelegt haben, weil diese riesen Baumstämme da... Könnte man das Gras bitte beiseite gehen? Die hat garantiert kein Mensch dahingestellt. Sieht übrigens cool aus mit dem Vulkanrauch da oben drüber. Naja. Das war bisher ungefähr eine der effektivsten Aufnahmen. Was gibt's? Nichts. Eine... Verdammte Schufterei. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Scheißkisten nie weniger werden. Ihr schleppt ja auch immer nur von A nach B und es werden auch nicht weniger. Nein, auf jeden Fall war es noch nicht so effektiv heute. Abgesehen davon, dass wir immerhin schon ein paar Echsen vermöbelt haben. Ich bin erstaunt. Kann er uns hier nicht ein paar Zwiebeln verkaufen? Wie viel bräuchten wir denn im Falle dessen das und so? Kochrezept, Novizentopf, Fleischtopf, Feuertopf. Naja, theoretisch könnten wir 9 Stück machen, dann bräuchten wir aber auch noch 9 Kartoffeln. Was hast du zu verkaufen? 4. Was hast du? Das sieht auch nicht nach Zwiebeln aus. Ach, ihr seid doch alle scheiße. Alle Kacke hier. Ihr seid wahrscheinlich der Mist, der sonst noch auf den Karten steht, wenn er sagt, hier steht sonst nur noch Scheiße. Liebster Robert, hätten Sie denn ein paar Zwiebeln? Mögest du Erleuchtung finden. In den Zwiebeln? Natürlich nicht. Dann gehe ich da hinten nochmal hoch. Kann mich gerade echt nicht erinnern. Ob oder ob nicht...
Da hinten war ja keine Höhle, ne? Da waren nur Moorleichen und Rottwürmer, die wir schon zweimal erledigt haben. Puh. Hier oben hatten wir eine fette Schlägerei mit ein paar Ogern. Waren wir da schon drin? Ich bin der Meinung, ja. Das hier ist das da unten unter dem Dings. Dann waren wir bestimmt da schon drin. Und da schon drin. Das heißt, es waren nur noch zwei über. Das heißt, wir waren schon in dreien. Ich will mal kurz reinschauen. Wobei, hier waren wir drin, aber sind wir da auch quasi zum Zug gekommen? Oder sind wir nur mit dem Bus gefahren? Da konnte man sich irgendwie rein, mit irgendeinem Teleport-Dings konnte man sich da rein. Und so. Sag ich doch. Ach, der ist der Broger. Das heißt, wir waren hier seitdem noch nicht. Ich hab's genau gesehen, dass das Broger war. Speichern wir mal zu Ende. Der möchte bestimmt ein paar auf dem Latz von uns haben, ne? Liebster Herr. Broger. Na? Wie geht's? Krieg ich dich endlich, Mistkerl! Broger? Was machst du denn hier? Was ist das denn für eine selten dämliche Frage? Aber was erwarte ich auch von so einem Schwachkopf wie dir? Ich wusste, dass du früher oder später hier aufkreuzt. Und jetzt habe ich dich genau da, wo ich dich haben wollte. Dann lass es uns endlich zu Ende bringen. Nichts lieber als das. Du hast mir alles genommen, was ich hatte. Jetzt wirst du dafür bezahlen, du Schwein. Ich schneide dich in Streifen. Dann mach mal. Oh, ja. Mach mal. Ich möchte wenigstens dein Loot haben. Also komm mal ein Stück her hier. Läuft ja nicht so gut gerade für dich, ne? Kann ich jetzt mal? Diesmal gehst du aber nicht so flott davon. Sag ich doch, Arschloch. Roger endgültig erledigt. Guck mal, was machst du denn da? Ballettübung? So. Hübsch. 250 Gold, na. Das ist ja... Ich hätte mir jetzt ein bisschen epischer vorgestellt, den Kampf. Aber was willst du machen? Steckst du nicht drin? Wo sind wir denn hier? Sind wir hier? Ist das Nordtempel? Weil ich weiß, dass man darüber levitieren kann. Nicht levitieren. Genau das will ich mir nämlich sparen. Teleport, Teleport, Teleport. Südost, südliche Ostküste, Nordtempel, Nordosttempel, Vulkanfestung. Das ist doch bestimmt der Nordtempel hier, ne? Probier ich mal aus. Weil dafür finde ich doch jetzt nicht noch so eine teure Levitation. Scheiße. Doch, verdammt, das war der falsche. Oh! Hi! Wo bin ich denn jetzt? Und wie komme ich hier hin? Und war ich hier schon mal? Und warum spielt er da Würfelspiele? Hi. Guck mal her. Oh Gott, gleich so viele. Alter, zieh doch die Waffe und steck sie nicht weg. Alter. Immer einer nach dem anderen. Immer einer nach dem anderen. Hier ist genug für jeden da. Sag ich doch. Aua. Für mich anscheinend auch. Das ist doch der mit der Panzergrille, ne? Das gefällt den immer nicht. Waren wir hier echt noch nicht? Hier, ich will das Schwert haben. Nicht. Dann war der Unfall ja gerade quasi gewollt. Trotzdem müssen wir da, wo Broger war, auch nochmal hin. Und ganz viele kleine Heiltränke schlürfen. Weil wir auch einfach mal das hier essen könnten. Und natürlich schnell speichern könnten. Ach, Schwert. Meins. Noch was? Waren wir echt nicht nochmal drin? Ich bin der Meinung, wir waren hier. Jetzt geh doch mal da rein. Wird schon wieder so drastisch dunkel.
Also wir waren ja schon mal drin, aber bis wohin waren wir denn hier drin? Ich glaube, ich habe schon einen voll auf den Latz. Eine Sichel. Achso, hier war auch nur mittelinteressant. Aber trotzdem stehen hier einfach nochmal Echsenkrieger rum. Kein Thema. Dann probiere ich doch jetzt nochmal den Nordosttempel aus.